Eine Sache vorab. In diesem Video hier sprechen wir über Depressionen, Essstörungen, Angstzustände, selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken. Das solltet ihr wissen, bevor ihr euch entscheidet, dieses Video hier anzuschauen. Wir werden aber auch an der entsprechenden Stelle nochmal darauf hinweisen. Falls ihr Hilfe braucht, ist das hier die Nummer der Telefonseelsorge. Weitere Anlaufstellen und Hilfeangebote haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Scheut euch nicht, da reinzuschauen und Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ihr welche braucht. Jetzt aber zu unserem Video. Als vor einem Jahr der Lockdown losging, habe ich Angstzustände bekommen und bin in eine starke Depression gefallen. Seit einem Jahr gehe ich nicht mehr in Supermärkte, bestelle kein fertiges Essen und treffe seit September auch keine Freunde. Ich fühle mich von Tag zu Tag immer einsamer und allein. Ein Sofa in einem Behandlungsraum. So oder so ähnlich stellen sich die meisten von euch wahrscheinlich ein Gespräch mit einem Psychotherapeuten vor. Die Nachfrage nach psychologischer Behandlung ist seit Beginn der Pandemie gestiegen. Wir wissen, dass zum Beispiel Menschen, die zu Angst neigen oder schon eine Angsterkrankung hatten, auch jetzt psychisch deutlich stärker belastet sind. Immer wieder Lockdown, fehlende soziale Kontakte, finanzielle Sorgen und Höchstbelastung für Menschen in systemrelevanten Berufen. Unsere psychische Gesundheit kommt an ihre Belastungsgrenze. Die Pandemie hat mir nach und nach die Kräfte geraubt. Kann unser Gesundheitssystem dem steigenden Bedarf an psychologischer Betreuung standhalten? Und was können wir tun, um unsere psychische Gesundheit zu stärken? Genau darum geht es jetzt in einer neuen Folge Mr. Wissen to Go exklusiv. Was für ein Jahr. Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungsverbote, Schulen sind zu, Unis sind zu. Und das macht natürlich was mit uns. Was es mit Kindern und Jugendlichen macht, darüber hat mein Kollege Gerd Skobe schon gesprochen in dem Video, das ihr oben auf dem i findet. Klickt da mal rein, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, das ist keine Frage. Die ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, die sind natürlich richtig, um die Pandemie einzudämmen und sie vielleicht auch irgendwann zu stoppen. Aber klar ist trotzdem, das geht ganz schön auf die Psyche. Und damit bin ich nicht allein. Im Community-Tab auf meinem Kanal habe ich einen kleinen Aufruf gestartet und wollte von euch wissen, wie sehr euch Corona psychisch belastet. Innerhalb kürzester Zeit haben wir mehr als 130 Mails von euch dazu bekommen. Und die sind teilweise echt heftig. Deshalb nutzen wir hier in diesem Video die Kapitelfunktion. Ihr könnt also unten in der Zeitleiste einfach ein Kapitel weitergehen, wenn ihr das lieber überspringen wollt. Das hier sind einige eurer Geschichten. Durch die enorme Umstellung in meiner normalen Alltagsroutine habe ich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 eine Essstörung entwickelt. Dadurch, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben selbst für meine Ernährung zuständig war und nicht wie sonst in der Mensa ein geregeltes Mittagessen bekommen habe, bin ich, ohne es zu merken, immer tiefer in die Magersucht hineingerutscht und habe mich bis heute nicht davon erholt. Ich bin 22 Jahre alt und Studentin. Als vor einem Jahr der Lockdown losging, habe ich Angstzustände bekommen und bin in eine starke Depression gefallen. Das lag mitunter daran, dass mein Semester vorbei war und der Beginn des neuen Semesters immer weiter verschoben wurde. Als die Uni im April wieder anfing, bin ich relativ schnell aus dem Semester ausgestiegen und habe quasi pausiert, da ich mich durch meine Angst unwohl gefühlt habe. Ich wollte mich in Seminaren nicht melden, die Kamera nicht anmachen und ehrlich gesagt morgens nicht mehr aufstehen. Mit Beginn der Pandemie habe ich regelrechte Zwangsgedanken wegen den Aerosolen und stehe Ängste aus, wenn ich mich unter Menschen begeben muss. Seit einem Jahr gehe ich nicht mehr in Supermärkte, bestelle kein fertiges Essen und treffe seit September auch keine Freunde, nur noch online mit Videospielen. Wenn ich mal vor die Tür gehe, dann nur mit Maske und viel Kleidung, die ich im Anschluss, einer Schleuse ähnlich, sofort waschen muss und mich selbst natürlich auch gründlich reinige. Schon vor dem Lockdown hatte ich mit einem Trauma zu kämpfen. Schlechte Phasen habe ich überwunden, indem ich mich mit Freunden getroffen oder in ein Café gesetzt habe. Während der Pandemie hat sich meine psychische Gesundheit aber sehr verschlimmert. Deswegen habe ich mich vor 3 Monaten entschieden, eine Therapie anzufangen. Das Problem dabei war, dass ich über die Krankenkasse keinen Platz bekommen habe. Und als Student kann ich keine 100 Euro pro Therapiestunde bezahlen. Ich kämpfe, seit ich denken kann, mit Depressionen, Selbstmordgedanken, Selbstverletzungen und versuche durch stationäre und ambulante Therapie dagegen anzukommen. Die Pandemie und der erste Lockdown kamen am Anfang wie gerufen, denn ich musste nicht weiter mit Menschen agieren und ich konnte den ganzen Tag am PC verbringen. Heute ist es ein bisschen anders. Ich fühle mich von Tag zu Tag immer einsamer und allein. Meine Depressionen sind gerade auch sehr schwer auszuhalten, vor allem, da mein Therapeut keine Termine anbieten kann. Das sind jetzt nur einige wenige Ausschnitte von euch. Erreicht haben uns, wie gesagt, noch viel, viel mehr Nachrichten. Was aber deutlich wird, ist,
Viele Menschen kämpfen mit den psychischen Folgen der Pandemie und wünschen sich psychologische Hilfe. Manche von euch haben durch die strengen Schutzmaßnahmen erst im Laufe der Pandemie eine psychische Erkrankung entwickelt, hatten sie vorher also noch gar nicht. Bei anderen verstärkt die Pandemie schon bestehende Symptome, die vor Corona unter Kontrolle waren. Eine besondere Geschichte hat uns Frederik aus Ingolstadt erzählt. Er litt vor einigen Jahren an einer Depression, hatte die Erkrankung bis vor der Pandemie aber ganz gut im Griff und war die letzten 3 Jahre sogar therapiefrei. Doch der Umzug in eine neue Stadt, fehlende soziale Kontakte und der Druck in der Uni haben alles verändert. Die Pandemie, wie hat die sich ausgewirkt auf deine Befindlichkeit, auf deine psychische Gesundheit? Die Pandemie hat mir nach und nach die Kräfte geraubt. Für mich wurde es jeden Tag anstrengender. Und ich auch immer weiter das Bedürfnis gefühlt habe, ja, ich will mich eigentlich nur wieder zurückziehen. Bin auch tagsüber, habe ich mich dann mehrere Stunden ins Bett gelegt, habe mich bei viel weniger Leuten gemeldet, als ich sonst mache. Ich habe also nicht mehr die sozialen Kontakte gepflegt, die ich vorher gemacht habe und gerne gemacht habe. Würdest du sagen, die Depression von damals ist wieder zurückgekommen, bedingt durch die Pandemie? Die Frage stelle ich mir ja selber und ich hoffe nicht. Das ist ja der Punkt, wo ich sage, dippe ich gerade nur kurz rein in so eine Symptomatik oder bin ich jetzt schon so weit, dass ich längerfristig mit dem Thema Probleme haben könnte? Und die Frage, die macht mir auch ein bisschen Angst. Was ich nur jetzt sagen kann, ist, dass es ein gefährlicher Status ist. Was würdest du den Leuten raten, die in einer ähnlichen Situation sind? Welche Erfahrung hast du gemacht, bei denen du sagen kannst, das wäre gut, wenn man das so anwendet? Der erste Satz, den ich sagen kann, dadurch, dass ich schon mal therapiert wurde, die Therapie war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wüsste gerade keine Entscheidung, die mich langfristig so positiv beeinflusst hat. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, dass, wenn er die Möglichkeit hat und sich das eingestehen kann und offen ist dafür, an sich zu arbeiten und gleichzeitig offen dafür ist, selber gesund werden zu wollen, dann schafft man das auch, wenn man sich entsprechende Hilfe sucht. Was Frederik erzählt, zeigt, psychische Erkrankungen können wirklich jeden treffen. Deshalb ist es auch so wichtig, solche Geschichten zu erzählen und vor allem, sie ernst zu nehmen. Diese Erfahrungen der persönlichen Geschichten lassen sich auch in Zahlen ausdrücken. So wird besonders gut deutlich, wie es um das Thema psychische Gesundheit in Deutschland steht. Schauen wir uns das mal genauer an. Durch die Corona-Pandemie haben sich Lebensqualität und psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland verschlechtert. Das zeigt beispielsweise die NAKO-Gesundheitsstudie aus dem Frühjahr 2020. Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter 60 Jahren steigen depressive Symptome und Angstsymptome und der selbstempfundene Stress nahm unabhängig von Alter und Geschlecht bei allen zu. Vor allem in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen. Auch Kinder und Jugendliche nimmt die Pandemie stark mit. Laut der COPSI-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gaben 71% der Teilnehmer zwischen 11 und 17 Jahren an, sich psychisch belastet zu fühlen. Vor der Pandemie waren es ein Drittel. Immer mehr Menschen berichten von Gefühlen der Unsicherheit, Angst und Niedergeschlagenheit. Andere fühlen sich wütend, unruhig, emotional erschöpft, reizbar oder haben auch Schlafstörungen. Die gute Nachricht ist, das ist ganz normal. Laut Bundespsychotherapeutenkammer sind das typische Reaktionen auf belastende Ereignisse und Krisensituationen, wie zum Beispiel auch eine Pandemie, auch bei psychisch gesunden Menschen. Denn wir Menschen verfügen grundsätzlich über ein ziemlich hohes Potenzial an Widerstands- und Regenerationskräften. Resilienz heißt diese Superkraft in der Fachsprache. Jetzt kommt aber leider das große Aber. Je länger solche Krisen andauern, desto eher sind die Widerstands- und Regenerationskräfte ausgelastet. Dann kann es zu psychischen Erkrankungen kommen und genau das passiert gerade während der Corona-Pandemie. Wie lange können wir das noch durchhalten? Und gibt es eigentlich Unterschiede, welche Bevölkerungsgruppen mehr mit psychischen Problemen zu kämpfen haben als andere? Genau das haben wir den psychologischen Psychotherapeuten Ernst-Dietrich Munz gefragt. Er ist Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer und kennt die Ängste und Sorgen der Betroffenen genau. Also zunächst mal, ich glaube, durch den harten Lockdown waren nahezu alle Menschen zumindest irgendwie betroffen und auch psychisch belastet. Besonders betroffen waren sicher in der ersten harten Lockdown-Phase ältere Menschen, insbesondere Menschen, die dann in Heimen leben. Was wir jetzt feststellen, dass junge Menschen sehr belastet sind, weil für junge Menschen der Austausch mit Gleichaltrigen sehr, sehr wichtig ist für die eigene
Entwicklung. Zunächst habe ich einen Appell an die Politik. Denn selbst wenn die Pandemie jetzt hoffentlich in absehbarer Zeit als Pandemie im Griff ist und die Corona-Erkrankungsgefahr geringer ist, brauchen gerade die Kinder und Jugendlichen besondere Unterstützung in den nächsten Jahren. Natürlich haben wir auch Möglichkeiten, mit psychischer Belastung umzugehen, aber dass man auch anerkennt und auch Unterstützung findet, wenn jemand merkt, ich bin psychisch überlastet, dass wir dann die Hürden möglichst niedermachen, dass diese Menschen Hilfe finden. Corona ist für uns alle psychisch echt eine Herausforderung. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann findet ihr das komplette Interview mit Dr. Munz hier oben auf dem i. Die hohe psychische Belastung durch die Pandemie zeigt sich auch in den Arztpraxen. Immer mehr Betroffene suchen sich psychologische Hilfe. Laut der Deutschen Psychotherapeutenkammer verzeichnen die psychotherapeutischen Praxen während der Pandemie 40% mehr Patientenanfragen. Bei Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sind die Zahlen noch deutlicher. Hier sind die Anfragen um 60% gestiegen. Das zeigt eine Auswertung vom Februar 2021. Das ist echt alarmierend. Das Problem dabei ist aber, nicht alle Patienten können direkt behandelt werden. Oft fehlen freie Plätze. Bei einer Erkältung ist es ganz einfach. Der Kopfschmerz, die Nase läuft, man hat vielleicht ein bisschen Fieber, dann ruft man beim Arzt an, bekommt einen Termin und das war's. Bei psychischen Erkrankungen ist das ganz anders. Da kann es Monate dauern, bis man überhaupt mal einen Termin bekommt oder Wochen dauern, bis man jemanden erreicht. Und dann muss auch noch die Krankenversicherung zustimmen. Die kann letztendlich auch ablehnen. Warum ist es so schwierig für Betroffene, bei einer psychischen Erkrankung Hilfe zu bekommen? Für die Bedarfsplanung von Therapieplätzen ist in Deutschland der gemeinsame Bundesausschuss, also der GBA, verantwortlich. Er gibt generelle Richtlinien vor, wie Arzt- und Psychotherapiepraxen in Deutschland verteilt werden. Damit es regional zu keiner Über- oder Unterversorgung von Patienten kommt, wurden 1999 die sogenannten Kassensitze berechnet. Das sind Praxen, die neben Privatpatienten auch gesetzlich Versicherte behandeln. Ihr Geld also von der Kassenärztlichen Vereinigung oder im Fall von Psychotherapeuten von den Krankenkassen direkt bekommen. Ein großer Vorteil für die Patienten. Ihre Behandlung müssen sie hier nicht selbst bezahlen. Doch mit den Jahren stieg die Nachfrage nach Ärzten stark an. Die Kassensitze wurden knapp und eine Reform musste her. 2019 war es soweit. Die Bedarfsplanung wurde aktualisiert. Seitdem steigt die Zahl der Kassensitze, insbesondere auch die der Psychotherapeuten, in Deutschland zwar kontinuierlich an. Trotzdem ist das System weiterhin ausgelastet. Vor allem in der Psychotherapie gibt es noch immer zu wenig Kassensitze. Die Folge? Lange Wartezeiten für die Patienten. Mehr Infos dazu findet ihr auf dem i. Ihr seht also, beim Thema psychische Erkrankungen gibt es ein ziemliches Ungleichgewicht. Gerade jetzt während der Corona-Pandemie. Deutschland ist da noch nicht so weit wie andere Länder. Österreich oder Neuseeland haben schon klare Handlungsstrategien für den Umgang mit psychischen Erkrankungen ausgearbeitet. Wer auf der Website des Bundesministeriums für Gesundheit sucht, der findet zumindest auf den ersten Blick gar nichts. Erst über die Suchfunktion können sich Betroffene über Themen wie psychische Gesundheit am Arbeitsplatz oder die offensive psychische Gesundheit informieren. Genau deshalb haben wir mal nachgefragt, was unternimmt die Regierung, um gegen psychische Probleme der Bevölkerung, vor allem ganz konkret während der Corona-Pandemie, vorzugehen? Persönlich konnte leider niemand mit uns sprechen, auch auf mehrfache Anfrage hin nicht. Finden wir ein bisschen schade, dass sich da niemand aus dem Ministerium Zeit nimmt für ein persönliches Gespräch, aber immerhin schriftlich haben wir eine Antwort bekommen. Und zwar folgende. Grundsätzlich sind die Themen psychische Gesundheit und Suizidprävention auch in Zeiten der Pandemie gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sowie einer Vielzahl nichtstaatlicher Akteure. Es gilt, die Belastungen der Bevölkerung in der Covid-19-Pandemie möglichst zu vermindern und frühzeitig einsetzende Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören im Gesundheitssystem die aktuellen Maßnahmen, um Menschen in psychischen Krisen einen schnellen Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung zu ermöglichen. Da muss man sagen, das ist ganz schön schwammig formuliert. Was heißt das denn jetzt konkret? Naja, im Schreiben werden zumindest schon ein paar neue Ansätze angedeutet. Seit Pandemiebeginn wird besonders das Online-Angebot und die Telefonberatung verstärkt subventioniert. Ein Beispiel dafür ist, und die kennt ihr wahrscheinlich, die Nummer gegen Kummer. Auch 15 Forschungsprojekte zur Suizidprävention wurden seit 2017 mit 5 Millionen Euro gefördert. Viele Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche und Familien. Wir wollen wissen, was darüber hinaus verändert werden kann und inwiefern die Politik gerade während Corona einschreiten muss. Um das herauszufinden, habe ich mit Maria Klein-Schmeink gesprochen.
Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen und sitzt seit 2009 im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Expertinnen und Experten sagen, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben, das nicht erst durch die Corona-Pandemie aufgekommen ist, sondern im Prinzip war die Pandemie eher so eine Art Brandbeschleuniger und dieses Problem schwelt schon seit ganz langer Zeit. Sehen Sie das ähnlich und welchen Vorwurf machen Sie dann, wenn Sie das so sehen, den handelnden Politikerinnen und Politikern? Also ich werfe gerade der Union vor, dass sie in den drei Wahlperioden, die ich überschauen kann, einfach den Stellenwert von psychischen Belastungsstörungen und von psychischen Erkrankungen nicht ernst genommen hat. Obwohl das so ist, dass es eine der Hauptfaktoren ist, warum Menschen krankgeschrieben sind. Was muss denn Ihrer Meinung nach getan werden, damit sich das ändert? Wir brauchen sehr viel schneller greifende Unterstützungs- und Hilfesysteme. Wir brauchen viel angepasstere, niedrigschwelligere, leichter erreichbare Angebote. Da haben wir im Gesundheitswesen richtig massive Defizite. Und wenn man sich gleichzeitig klar macht, etwa ein Drittel aller Erwachsenen ist im Jahr in irgendeiner Weise in Behandlung oder hat einen psychisch hergeleiteten Befund. Und wenn wir dann gleichzeitig wissen, dass nicht mal die Hälfte auf ein Hilfsangebot stößt, dann heißt das einfach, wir lassen Menschen alleine und daraus erwächst sehr oft eine chronische Erkrankung. Aus Sicht der Opposition läuft also noch einiges schief. Zu wenige Therapieplätze und ein eingeschränktes Angebot während der Pandemie. Es gibt zwar Ideen und Möglichkeiten, das zu verbessern, dazu müsste die psychische Gesundheit aber einen höheren Stellenwert bekommen und die Ideen nicht nur Ideen bleiben, sondern konkret umgesetzt werden. Wie soll es in den kommenden Monaten auch nach der Pandemie mit der psychotherapeutischen Versorgung weitergehen? Naja, beim Blick in die Zukunft sind noch zwei Dinge wichtig. Zum einen hat die Pandemie nicht nur negative Einflüsse. In unserem Community-Tab-Aufruf haben uns auch einige geschrieben, dass es ihnen im Lockdown besser geht. Zum Beispiel, weil sie jetzt keine Verpflichtung haben, zu großen Veranstaltungen oder Partys zu gehen, bei denen sie sich eigentlich unwohl fühlen. Zum Zweiten gibt es Möglichkeiten, unsere Situation zu verbessern. Das kann ganz konkret sein in unserem Gesundheitssystem, wie mit einer nationalen Strategie zum Thema psychische Gesundheit oder mit Veränderungen in unserem Alltag. Spanien zum Beispiel versucht jetzt in einem Modellprojekt eine 4-Tage-Woche einzuführen, die für weniger Stress am Arbeitsplatz sorgen könnte. Mehr dazu findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Das ist natürlich ganz schön groß gedacht und geht sehr weit. Man kann aber auch ein bisschen kleiner anfangen. Ich muss sagen, ich bin da überhaupt kein Experte und kann euch jetzt nicht die super Tipps geben, aber zum Glück hat das Team von Mr. Wissen2Go einige Connections zu Leuten, die sich wirklich gut auskennen und die haben ein paar Tipps parat. Ich orientiere mich da bei den Sims. Die haben ja auch diese Balken mit Grundbedürfnissen, die ganz schnell von Rot zu Grün und Grün zu Rot rüberschwanken können. Und ich versuche immer erst darauf zu achten, okay, habe ich genug gegessen, habe ich genug geschlafen, hatte ich soziale Kontakte, hatte ich Spaß, habe ich geduscht und so weiter. Und wenn alle Balken auf grün sind, dann gehe ich nochmal tief in mich hinein und überlege, okay, was kann ich jetzt Gutes für meine Psyche tun? Und meistens geht es einem schon deutlich besser, wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind. Wenn man sich massiv belastet fühlt, dann hilft Achtsamkeit. Und ganz einfach dazu ist die 5-4-3-2-1-Regel. 5 Dinge für sich benennen, wahrnehmen, die man sieht. Das kann eine Lampe sein, das kann ein Blumenstrauß sein oder der Blick aus dem Fenster. Dann 4 Dinge, die man hört, genau hinhören. Als nächstes 3 Dinge, die man spürt, zum Beispiel wie man auf dem Stuhl sitzt, wo der Fuß auf dem Boden ansetzt oder vielleicht auch etwas im Rücken. Dann 2 Dinge, die man riecht, genau wahrnehmen wieder. Und zum Schluss eine Sache, die man schmeckt. Gerade Richtung Ende ist man gezwungen, genau hinzufühlen und das fährt runter. Was mir momentan sehr durch diese schwierige Zeit hilft, ist wirklich das tägliche nach draußen gehen. Frische Luft, Leute, ich sag's euch, es ist das A und O. Also ich setze mir so ein Limit von 20 Minuten am Tag. 20 Minuten am Tag muss ich an die frische Luft gehen. Es ist gut für den Körper, es ist gut für den Geist und es hat sich bisher nur als hilfreich bewährt. Ich habe 2 Hunde, die mich sowieso täglich vor die Tür führen, von daher, das ist so das Minimum, was ich gerade für meine mentale Gesundheit mache. Wenn ihr in ein solches Loch gefallen seid, dann solltet ihr erstens wissen, dass das jedem passieren kann. Schämt euch nicht. Sucht Hilfe, fragt aktiv nach und nehmt, wenn nötig, eben auch professionelle Hilfe in Anspruch. Das würdet ihr auch bei jeder äußerlich sichtbaren Verletzung oder Erkrankung machen. Zweitens ist es ganz wichtig, für euch wieder eine Struktur im Tag zu finden und zu schaffen. Also regelmäßig aufstehen, regelmäßig schlafen gehen, Bewegung, ganz wichtig.
Ordnung ist eine der zentralen Maßnahmen gegen eine depressive Verstimmung. Drittens ist es wichtig, euch für den nächsten Tag ganz aktiv etwas zu suchen, worauf ihr euch freut und das dann auch tatsächlich zu genießen. Also fördert die Dinge, die euch fördern. Mittlerweile gibt es ja super viele hilfreiche Tipps und man denkt sich dann vielleicht erstmal so, boah, muss ich die jetzt echt alle umsetzen, damit ich psychisch gesund bleibe? Keine Sorge, macht euch deswegen keinen Stress. Sucht euch einfach 1 bis 2 Tipps raus, die für euch passen und die ihr in eurem Alltag gut umsetzen könnt. Schon Kleinigkeiten können echt einen krassen Unterschied machen. Ich weiß, die vergangenen 13 Monate waren für viele von euch keine leichte Zeit und wahrscheinlich müssen wir uns auch noch eine ganze Weile gedulden. Wichtig ist aber, dass Gefühle wie Einsamkeit, Trauer, Angst oder auch Wut ihre Berechtigung haben und keiner von uns damit allein ist. Das haben uns die Mails, die ihr uns geschickt habt, auf jeden Fall klar gemacht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr Hilfe braucht, dass ihr Unterstützung braucht, dann findet ihr nochmal hier die Nummer der Telefonseelsorge und unten in der Infobox haben wir euch eine ganze Menge Infos zu Hilfsangeboten und psychologischer Beratung reingepackt. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist, wie hat euch denn dieses Video gefallen? Was denkt ihr darüber? Beschäftigt ihr euch mit dem Thema psychische Gesundheit? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt gerade bei diesem sensiblen Thema respektvoll, aber ich bin mir sicher, das bekommt ihr hin. Hier neben mir findet ihr jetzt noch 2 weitere Videos. Einmal die Folge von Skobel, die ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wie wirkt sich die Pandemie auf Kinder und Jugendliche aus? Und direkt darunter was von Pia vom Psychologiek. Die hat letztes Jahr was gemacht um diese Zeit zum Thema Corona. Eine Gefahr für unsere psychische Gesundheit. Schaut da gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.